auch nochmal interessant ist vielleicht eine andere und schnelle Methode des Dodge and Burn. Ich würde sagen, ich verwende sowas eher, wenn der Hintergrund noch speziell geil aussieht und dass man da noch irgendwelche Sachen betonen will. Das hilft einem einfach, viele Sachen gleichzeitig mit Dodge and Burn zu bearbeiten, ohne dass man viel machen muss. Ich kann euch das mal zeigen in dem Beispiel hier, weil es kann auch gerade in dem Bereich, was die Haut angeht und so weiter, beziehungsweise da die Lichtführung angeht, ganz interessant sein. Also probieren wir das einfach mal zusammen aus. Ich mache mir aus diesen ganzen Ebenen nochmal eine mit Ctrl-Shift-Alt-E. Diese Ebene dupliziere ich dann auch nochmal. Stelle die dann auf strahlendes Licht, invertiere mir das Ganze und sage dann nochmal Filter, Weichzeichnungsfilter matter machen. Und okay, ihr seht schon, hier werden mir Details angezeigt in ja, sage ich mal, dunklen Tönen. Das ist genau das, was ich will. So, hier kann ich noch ein bisschen mit dem Radius und dem Schwellwert spielen. Ich mache den Schwellwert ein bisschen weiter runter. Also hier sind diese, wie sage ich, Halos, die sind noch nicht so, die wollen wir eigentlich nicht haben im Bild, aber ist nicht so schlimm, wenn es dabei ist, weil wir markieren das später eh noch. So, da haben wir hier. Gucken wir mal, wo wir da gut sind mit. Ich mache den Radius mal auf. Ja, machen wir es mal auf 30. Passt erstmal. Bestätigen es mal mit OK. So, das dauert einen kleinen Moment. Diese beiden Ebenen, die verbinden wir jetzt, machen wir jetzt zu einer quasi. Auf eine Ebene reduzieren. Zack, jetzt haben wir nur noch das. Jetzt machen wir das noch in Bildkorrekturen. Also ihr müsst auf jeden Fall auf dieser Ebene drauf sein und auf Bildkorrekturen, Farbton und Sättigung. Und da macht ihr das jetzt nochmal Sättigung komplett raus, dass es wirklich nur noch schwarz-weiß ist. Und jetzt seht ihr eigentlich, das ist eine knallharte Dodge and Burn Maske. Komplett übers ganze Bild, ohne viel Arbeit. Ich würde es jetzt so machen, ich würde das jetzt nochmal ein bisschen weichzeichnen, deswegen gehe ich nochmal auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner, um das nicht so hart wirken zu lassen. Setze ich das ein bisschen höher. Machen wir mal. Ja doch, machen wir mal. 3. Wert von 3. Und jetzt, dadurch, dass wir die Ebenen zusammengesetzt haben, sind wir wieder im Ebenenmodus normal. Und das setzen wir jetzt mal auf weiches Licht. Pam. So. Und da haben wir jetzt abgedunkelt und nachbelichtet alles über diese eine Maske. Ich zeig's mal, wenn ich die ausschalte. Aus. Ein. Aus. Ein. Und muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich teilweise geil, weil wir haben uns viel Arbeit erspart, was die Haare angeht. Das sind viele kleine Sachen. Die dunklen Stellen, die hellen Stellen, die hiermit automatisch bearbeitet sind. Ja. Was jetzt hier in dem Moment scheiße ist, oder was mir nicht so gefällt, sage ich mal, ist halt, dass der Hintergrund davon auch wieder angesprochen wird. Das lässt sich aber auch einfach rausmaskieren. Bleiben auf unserer Ebene, drücken die Alt-Taste und machen eine Ebenenmaske dazu. Die füllt sich automatisch mit Schwarz und das heißt, alles, was drüber ist, also auf dieser Maske, wird erstmal ausgeblendet. Und wir blenden uns jetzt mit einem weißen Pinsel die entsprechenden Bereiche einfach wieder ein, die wir durch diese Ebene berücksichtigt haben wollen. Ja? So, ich mache das jetzt einfach nochmal auf 100% die Deckkraft, weil das würde ich dann auch später einfach wieder nachregulieren. Weißer Pinsel, zack, zack, zack. Machen wir den nicht ganz so hart, machen wir den mal auf 10%. 11, 10, 11, ja, passt. Und dann malen wir da jetzt einfach mal in die entsprechenden Bereiche drüber. So, da haben wir hier. Da gewinnen wir nochmal richtig Details dadurch. Wie gesagt, wir malen das jetzt einfach erstmal drüber, damit wir wissen, was
wir in dem Moment als krassestes Ergebnis erreichen könnten und arbeiten dann lieber nochmal über die Deckkraft. Ihr seht, das knallt halt viel mehr im Bild. Wesentlich kontrastreicher und dadurch kommt das Gefühl rüber, dass man auch mehr Details dazu gewinnt. Wir können jetzt hier nochmal schauen, das sind solche Bereiche wie an den Lippen, die dadurch nachbelichtet werden. Die Augen werden ein bisschen belichtet. Kann man sich ratzfatz schon mal so das ein oder andere mit rausholen. Deswegen gar nicht so schlecht. Ja. Da es jetzt doch ein bisschen krass ist, mache ich das Ganze ein bisschen mit der Deckkraft runter. Sagen wir mal auf 40%. Jetzt gucken wir mal unser Ergebnis an, was wir erreicht haben bisher. Ja, der Glanz in den Augen auf jeden Fall. Die Haare. Das gefällt mir schon besser. Wir können ja mal nebenbei gucken, wie weit wir uns überhaupt vom Original wegbewegt haben. Deswegen lasse ich immer unten die Ebene immer so ein bisschen offen, um das schnell hin und her klicken zu können. Mit der gedrückten Alt-Taste übrigens und diesem Augensymbol, sage ich mal, da könnt ihr immer alle Ebenen einschalten und ausschalten, bis auf die eine, die ihr halt wirklich anklickt. Das ist unser Original. Davon sind wir ausgegangen und dahin haben wir uns hinbewegt. Ja, ich behalte mir diese Dodge and Burn-Ebene auf jeden Fall bei und schiebe die einfach mal hier zu den anderen dazu, um wieder unsere Ordnung beizubehalten. Genau, gefällt mir schon ganz gut soweit.